So, herzlich willkommen zurück zu einer. Oh, ich muss meine Kamera einstellen. Ungefähr so. So, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Ich weiß offen gesagt gar nicht mehr, was wir letzte Folge gemacht haben. Ich habe jetzt unten vergessen reinzugucken. Das heißt, mal gucken, wo wir waren. So. American Truck. Da ist er. Audio sollte alles passen. Sieht gut aus. So, wir waren immerhin schon Level 12. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir hatten mittlerweile auch schon vier Mitarbeiter, ne? Also unsere erste Garage ist quasi schon voll. Was mittlerweile eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also. Ich gucke mal jetzt kurz rein hier. Fahrermanager. Genau. Das waren die beiden, die wir zuerst angestellt hatten. Die haben auch schon jeweils Level 3 bei Fernfahrt. Und dann unsere beiden Neuankömmlinge. Ach, guck mal, man hat jetzt sogar ein Fahrtenbuch. Hatte ich genau das nicht letztens gesucht gehabt? Weil der letzte hat doch schon 5000 gemacht, ne? Schon. Ja, ich bin der letzten beiden. Ja, gut, das waren ja jetzt auch schon mit 600 noch was Meilen. Wahrscheinlich seine ersten Fahrten, die er mit Level 3 hatte. Ach ja, das ist nicht schlecht. Da scheppelt das Geld richtig gut. Oh, das war ja aber keine so gute. Mit 640 Meilen und dann nur 4300. Dort geht auf jeden Fall besser. Ja, die beiden hier haben, die haben natürlich noch fast gar nichts. Ja. Ah, aber ich sehe auch gerade, das Ding reicht nur ein paar Tage zurück. Wahrscheinlich nur die letzten 7 Tage oder so. Ha. Ja gut, okay. Wir haben mittlerweile 33.000. Haben wir noch irgendwelche Aktivitäten bei der Bank? Oh ja, hier haben wir noch tatsächlich ganz schön viele Aktivitäten. Die sind doch alle neu. Ach ja, klar, stimmt ja, weil das fährt hier jetzt durch die beiden neuen Personen habe ich ja meinen Kredit aufgestockt. Das heißt, wir haben einen Auftrag, also legen wir einfach mal direkt los und gucken mal, wo wir gerade sind. Wir fahren Gips immer noch. An Gips kann ich mich sogar noch erinnern. Gott, wie lange hängen wir schon an diesem Auftrag? Der geht ja schon über 20 Folgen oder so. Dunkel ist es auch noch. Sehr geil. Okay. Um den Motor abzustellen. Achso, nee, geschlafen haben wir jetzt schon. Das heißt, Motor abstellen brauche ich nicht. Ja, das, ne? Ich schmecke ja immer so über die Rückspiegel, ne? Aber genau. Das da. Ah, nee, Quatsch. Was laber ich eigentlich? Eben, alles gut. Das da ist ja der Rückspiegel, der unsere Motorhaube zeigt. Und das ist das Scheinwerferlicht, was wir da haben. Sieht man da im Rückspiegel. Also in dem Spiegel, der nach unten gedingst hat. Nevermind. Wollte nichts gesagt haben. So. So, Straße ist frei. Sagte er. Schon kam der erste Verkehr. Ich sehe hier halt rechts von mir auch nichts. Ob ich da jetzt irgendwo irgendwas gegenfahre gleich. Egal, wir fahren einfach mal los und hoffen mal, dass da nichts ist. So, wir haben immer noch 500 Meilen vor uns. Alter, wie lange geht denn diese Strecke? Das ist ja heftig. Ich meine, gut, wir verdienen für 55.000 Dollar oder so. Quasi 55 Kilo Dollar, auch Kilos genannt. Da auch der Name Koks. Wait. Irgendwo bin ich hier gerade falsch abgewogen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So. Ach ja. Sehr geil. Es wird doch langsam ein bisschen heller, oder? Nee. In meinen Rückspiegeln sieht der Himmel heller aus als so. Oder es liegt daran, dass ich Licht anhabe.
Ich mach kurz Licht aus. War keine so gute Idee, während ich fahre. Aber in dem Rückspiegel sieht es heller aus als, ne, so in der Windschutzscheibe. Ah, gut. Nee, aber das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich das mit Rückspiegel angesprochen habe. Das wollen die halt separat gerendert werden, die halt auch ein etwas anderes Beleuchtungsmodell haben. Woran es wahrscheinlich auch gerade liegt, dass die etwas heller wirken, der Himmel bei denen, als durch die Windschutzscheibe. Das merkt man nämlich, wenn man bei der Spiegelqualität runtergeht. Also wenn man jetzt, ich, also ne, du hast in diesen Optionen, hast ja diese Spiegelungsdetails oder so. Und wenn du da sehr weit runter gehst, dann siehst du in den Rückspiegeln immer, wie als wenn es tags wäre. Das heißt, du siehst auch nachts dort alles, obwohl du durch die Windschutzscheibe gar nichts mehr erkennst. Es ist immer richtig witzig. Da kannst du zum Beispiel in dem Let's Play von Franks beobachten. Ne, der spielt ja mit minimalen Einstellungen, warum auch immer. Er findet es schön. Ich persönlich ja auch, aber nicht fürs Let's Play. Ich bin ja auch so ein Vanilla-Freak, der Spiele mag, die relativ einfach aussehen. Aber wie gesagt, nicht fürs Let's Play. Er spielt aber so und bei ihm sieht man zum Beispiel, dass in den Rückspiegeln. Ui. Wo ist die Straße hin? Dass bei den Rückspiegeln das Ganze sehr hell ist, obwohl es draußen finsterste Nacht ist. Alter, ist ja richtig Sandpiste. Wobei wir hier ja schon mal lang gefahren sind, ne? An die Sandpiste kann ich mich sogar ein bisschen erinnern. Geil ist sie trotzdem. So, dann drehen wir mal lang. Ich glaube, es geht gerade ein bisschen bergab. Wir beschleunigen nämlich ein bisschen. Das ist, obwohl die Sandpiste eigentlich eher bremst. Na gut, so viel Beschleunigung tun wir jetzt auch nicht. Und jetzt geht's wieder. So. Dann würde ich mal sagen. Mikrofon hier voll vor der Nase. Let's go. Und Tempomat rein. Auf, sagen wir mal 70. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie der Tempomat gerade eingestellt ist. Naja. Könnte man zum Beispiel bei dem LKW irgendwie sehen, wo der Tempomat eingestellt ist? Ja, ich freue mich schon jetzt, wenn denn die Tour vorbei ist. Und wir dann unsere neuen LKW in Benutzung nehmen. Das wird ein Spaß. Weil der hat nämlich auf jeden Fall so ein Cockpit-Display, wo man dann auch den Tempomaten sehen kann, wie der eingestellt ist. Aber bis dahin müssen wir hier noch mit dem LKW zurande kommen, der diese Informationsvielfalt leider nicht bietet. So, da vorne ist gerade schon Verkehr. Warum eigentlich? Ach so, weil die Straße rumgeht. Boah. Einfach mal mit 70 durch diese Endkurve. Alter, der Bus hinten hat aber ja schon viel Partybeleuchtung, kann das sein? Das ist ja richtig. Oben 5 Lampen, 3 Bremsstreifen. Geht ab bei dem.
Ich finde es nur immer ein bisschen komisch, dass egal wo die Lichter angehen, also nee, egal ob jetzt die Lichter hier in der Mitte sind oder oben oder unten, dass unten die Beleuchtung, also diese Reflexion vom Boden, immer so aussieht, wie als wenn die Lichter direkt hier unten an der Stoßstange dran wären. Müsst ihr mal achten, wenn der Bus jetzt wieder bremst oder wieder ein bisschen zurückspult im Video. Immer wenn der Bus bremst, oder auch bei anderen Fahrzeugen, ist das ja letztens auch bei den Polizeiwagen aufgefallen. Die Lichter sehen immer aus wie mitten, wie direkt auf dem Boden. Schon ein bisschen schlecht designt ist. So, da vorne ist ein Bett, aber wir müssen nicht schlafen. Tanken brauchen wir auch nicht. Unsere Stats sehen sehr gut aus. Da sieht er. Das sieht wirklich so aus, wie als wenn direkt unten auf dem Boden leuchtet. Weil wenn die da oben leuchten würden, hättest du hier unten nicht so eine harte Kante. Sondern der wird ein bisschen mehr so in dem Bereich so glowen. Aber das leuchtet wirklich direkt an der Kante zum LKW. Vielleicht wenn die Lichter hier direkt unten dran wären. Er ist wirklich ein bisschen sehr... Ist ja immer witzig, wie scharf die seinen PCs bremsen, ne? Weißt du, er macht sein Bremslicht an. Ich dachte so, ja, kann ich auch so runterbremsen? Und nee, der geht direkt auf die Volleisen. Ist der dumm? Nee, nee, nee. Das Problem hast du ja auch, wenn du irgendwie so an der Kreuzung fährst und dann so ein bisschen Verkehr vor dir hast und weiß nicht, wird gerade gelb, alles im grünen Bereich, aber da musst du wirklich schon Platz vor dir lassen, weil wenn es dann rot wird, dann gehen die NPCs wirklich mit einmal auf die Volleisen und du als LKW rast einfach voll drauf. Gerade wenn du mit diesem automatischen Vitada fährst, der noch mal schwächer bremst als die klassische Trommelbremse, hast du ja keine Chance mehr. Dann rast du dem wirklich immer hinten drauf. Und ich meine, man hat ja gerade gesehen, ich hatte den Sicherheitsabstand gehalten. Aber auch der bringt ja nichts mehr. Wenn die einmal auf die Eisen gehen, ja, dann hast du das Eisen in dein Face. So, wow, 7000, wow. Das ist ja mal... Das ist nicht schlecht. Philipp P. bringt uns jetzt also mittlerweile richtig Geld ein. Lenk doch mal. Aua. Sag mal, wieso lenkt denn der nicht so wie... Kaptor? Ist die Lenkung anders eingestellt? Ne, der lenkt kaum. Hä? Ich sollte aufhören mit mehreren Versionen von American Truck Simulator zu spielen. Die irgendwie scheinbar anders eingestellt sind. Oder der LKW an sich lenkt anders. Weil der lenkt hier voll schwach. Normalerweise, wenn ich so lenke, so wie jetzt gerade, ja, also der Lenk hat so 90 Grad eingedreht. Der würde ich normalerweise schon überflippen. So. 35% Schaden. Und die Fracht natürlich 0%. Kennt man. Eieieiei. Können wir direkt vorne zur Werkstatt fahren. Das wird ein Spaß. Da wird ja unsere Selbstbeteiligung garantiert richtig hochgehen, ne? Ich weiß gar nicht, wie der Anteil ist, aber je mehr Schaden man beklagt oder bei der Versicherung anmeldet, desto höher wird ja die Selbstbeteiligung. Und bei meinem privaten Spielstand habe ich schon eine Selbstbeteiligung von irgendwie 12% oder so. Und so, wenn ich da vorne aber zur Werkstatt möchte, muss ich irgendwie auf den rechten Fahrstreifen kommen hier. Also,
Oh, der bremst sogar direkt. Nice. Das ist aber lieb von dir. Gut, jetzt muss natürlich direkt wieder eine rote Ampel halten. Aber gut. Ach, Mann. Also, ich glaube mal, wenn ich jetzt privat gespielt hätte, hätte ich direkt neu geladen. 35% Schaden, Alter. Uiuiuiui. Schön. Ein Glück spielen wir hier im Let's Play immer so ehrlich. Oh, Mann. Ach, schon wieder rot. Mann, was ist denn hier los? Wie ist diese Ampelsteuerung geschalten? Okay, die biegen beide zum Glück ab, sehr schön. Können wir nämlich auch abbiegen. So, wo geht's jetzt hier rein? Am besten direkt gleich hier, ne? Aber wo ist denn hier das Symbol? Muss ich hinten rum oder was? Hier ist auf jeden Fall ein Wohnwagen. Sehr süß. So, da hinten ist es. Okay. Hier ist aber keine Wendemöglichkeit. Das heißt, ich muss hier so reinfahren, dass ich wieder rauskomme. Was technisch kaum möglich ist. Das heißt, ich koppel mal sich das halber ab. Einfach nur, um sicher zu sein. So. Wartung. Einmal bitte alles. So, können wir gleich mal gucken hier wegen Konfigur. Obwohl lohnt sich nicht, wir bekommen eh dann gleich unseren LKW. So, und jetzt versuche ich mal hier wieder günstig rauszufahren. Aber wie gesagt, rückwärts fahren mit den Aufliegern traue ich mir nicht wirklich zu, weil ich habe halt mit Doppelaufliegern und auch Dreifachaufliegern einfach bisher zu wenig Erfahrung, als dass das irgendwie was Sinnvolles wird. Sehr geil. So, repariert sind wir. Schlafen und hacken müssen wir nicht. Das heißt, wir gehen direkt wieder auf die Piste. Hier ist alles frei, sehr gut. Sagte er und blieb fast an dem Pfosten da hier vorne hängen. Da. Seht ihr den? An diesem Pfosten. Was tue ich hier gerade? Arm auf die Straße, mein Freund. So, rechte Spur ist frei, sehr schön. Auf die wollen wir ja sowieso. Komm, das Grün. Nein, ach, leck mich. Schon wieder rot. Das ist doch ein Witz. Ich hab schon mal Oldtimer hier. Da, siehst du, da, der ist zum Beispiel von SCS Software. Das Auto da hinten ist auch von SCS Software. Ich wusste gar nicht, dass die Autos bauen. Vor allem früher, also für die noch die alten Versionen von Euro Truck Simulator gespielt haben, die kennen noch diese ganzen Fantasie-Software. Da hieß Volvo zum Beispiel Valiant und Mercedes hieß Majestrix. Ich kenne gar nicht mehr alle, aber eben, da hatten die Firmen, die halt noch nicht lizenziert waren. Ich meine, jetzt mittlerweile sind ja alle Firmen lizenziert. Deswegen haben auch die LKWs alle die echten Namen, die LKW-Firmen. Ja, wie gesagt, früher waren die halt noch nicht alle lizenziert und da hatten die also alle Fantasienamen. Aber warum die sowas nicht auch bei den Autos machen? Ich meine, anbieten würde es sich ja irgendwo. Aber nee, die Autos sind einfach alle von SCS Software.
Ein Wunder, was die alles für Modelle gebaut haben. Wobei, nee, da vorne sind richtige Logos drauf, ne? Muss ich mal jetzt gucken, ja? Ja, genau, hier sind andere Logos drauf. Ja. Da Ford heißt Zunge. Okay. Ja, okay, das heißt ja, die haben doch nicht überall SCS-Software drauf. Dachte schon. So. Noch 300 Meilen haben wir vor uns. Sollten wir ja den spätestens in der nächsten Folge geschafft haben. Würde ich jetzt erstmal von ausgehen. Was? Die fahren zu schnell? Obwohl, die vorne ist E45. Let's go. Und es wird langsam hell. Yay. Wupp, wupp. Und 65. Boah, ich mag so auf Dinge. Vor allem bei so schönen Wolkenformationen. Und 70. Und wir haben gerade bei 50 erreicht. Eieieiei. Ah, geht halt hier schnell bergauf gerade, ne? Aber wir werden sogar wieder langsamer. Eieieiei. Die Fords aber auch. Was ist denn da los? Ha. So, Straße sieht frei aus. Können wir mal getrost überholen. Ah, wobei so viele Autos wieder auf dem Fleck hocken. Ist gerade schon riskant. Oh, der bremst auch noch wieder. Ah, wir werden sterben. Oh, da kommt natürlich ein Auto. Natürlich kommt ein Auto. Sorry. Da. Eine Schieselscheiße. Und nur 30. Ach, leck mich doch. Ich frage mich mittlerweile echt, ob irgendwas bei den Konfigurationen hier kaputt ist. Wir fahren hier andauernd über Bahnübergänge, aber die letzten C. Ach, guck mal, jetzt. Ja, klar. Jetzt kommt ein Zug. Okay, heißt also, Bahnübergänge funktionieren doch noch. Das hatten wir bisher wirklich immer nur Pech. Weil normalerweise, wenn ich so privat spiele, habe ich immer das Gefühl, dass die Züge immer so getimed sind, also die Züge quasi dann spawnen, wenn man relativ nah ist. Ha? Ah, Züge. Ja, weil, wie gesagt, wenn ich so privat spiele, kommen die Züge immer genau dann, wenn ich bei den Bahnübergängen auch zuerfahren möchte. Das heißt, bei jedem zweiten oder dritten Bahnübergang muss ich immer stehen bleiben, weil genau dann ein Zug kommt. Aber hier im Spiel hatten wir jetzt schon seit 10 oder 20 Bahnübergängen keinen Zug mehr gehabt. Was ist denn da los? Ja, suspekt. Dabei mag ich doch Züge so sehr. Dieses Spiel will mich nicht. So. Eine Radfläche hier. Oh, gefällt mir. Ah, eine kleine Haussiedlung ist hier auch. Cool, cool. Sehr schnieke. Ah. Jetzt haben wir hier ein Stoppschild. Müssen also warten. Na komm, mach hin. Der mit dem 5 PS Motor hier. Gut, wir haben auch nicht viel mehr. Wir haben gerade mal 7 PS. Und einfach eine viel zu schwere Fracht hinten drauf. Für den Motor die ist mir definitiv ungeeignet. Die
Sieht man eigentlich noch, wo wir gestartet sind? Ursprünglich mal? Ne, sieht man nicht mehr. Aber irgendwie sind irgendwo hier oben gestartet, ne? Und da haben wir. Ja, wir waren hier irgendwo, sind dann erstmal hier runtergefahren. Und erstmal hier lang gefahren und dann ab hier waren wir auf einer neuen Strecke, genau. Da hatten wir diese neue Route hier gewählt. Ah ja. Das war schon eine lange Mission jetzt gerade. So, kann ich mittlerweile das Licht ausmachen? Diesmal dran gedacht. Nachdem ich ja die ganzen letzten Male immer mit Licht gefahren bin. Die Bäume da wirken aber auch sehr plastisch. Obwohl gedeckig. Ah, ne, geht. War wohl einfach noch so weit weg, dass da noch die LOD-Version war. Also hier diese schwächer aufgelöste, die dann auch gut 2D ist oder so. Die sah halt plötzlich aus. Aber so vom Nahen geht ja wohl. Wie viele Parktaschen hier mal sind. Woll. So, können wir den mal überholen hier? Straße, die sieht zumindest erschreckend frei aus. Sorry, mein Freund. So, können wir mittlerweile wieder bis runter drosseln hier auf 70. Die Vorwärts waren auch viel langsamer. Gut, bei der Kurve da vorne vielleicht okay. Keine so schlechte Idee. Oh, Aussichtspunkt. Wollen wir da mal reinfahren? Hat sich zwar die Überholaktion jetzt hier gerade gar nicht mehr gelohnt, aber hey, auch egal. Let's go. Ich habe auch eine weite Sicht da vorne. Wow. Schöner Canyon. Okay, da hätten sie echt ein bisschen mehr Details reinsetzen können. Die wirken alle ein bisschen abgerundet. Gut, oder ist Lufterosion? Erosion ist das richtige Wort? Also, dass sie halt von der Luft abgeschliffen werden. Wenn da sehr, sehr starke Winde wehen. Ne? Wie der Typ da vorne versucht. Oder so tut, als ob er lesen könnte. Hm, ja, schöne Buchstaben. Oh. Ja. So, weiter geht's. Let's go. Straße frei, sehr schön. Hab vergessen zu blinken. Egal. Ist aber auch hell draußen, Alter. Wow. Willkommen in Amerika.
Also, das sind so zwei Sachen, die ich mir echt für die nächste ETS-Version wünsche. Also, die nächste ist ja die 1.45 und die ist ja schon draußen als Pre-Release. Da wird sich also nichts mehr viel ändern. Aber für die nächste Version, die noch, ne, die noch aussteht, also die 1.46 zum Beispiel. Oh, schon wieder Einkommen. Wow, 300. Wow, wie wenig, Alter. Den Typen kann ich direkt kündigen. Spaß. Für die nächste Version wünsche ich mir zum einen endlich mal Unterbodenbeleuchtung, ganz wichtig, und getönte Scheiben. Und zwar nicht nur welche, die einfach, also natürlich vielleicht auch welche, die einfach ein, also als Ganzes getönt sind, aber vor allen Dingen halt so welche, wie es auch bei echten LKWs gibt, auf der freien Wildbahn, sag ich mal, die so, wo so der oberste Streifen sehr stark getönt ist und so nach unten hin immer weniger getönt wird. Damit halt, wenn die Sonne sehr tief steht, die Sonne halt, ne, schön abgegrenzt wird, aber man die Farbentropfen noch ordentlich sehen kann. Sowas wäre halt auch geil. So eine komplett getönten Scheiben sind ja meistens dann eher, dass man von außen nicht reingucken kann, also genau andersrum. Die dann ja quasi komplett schwarz sind oder sowas, also komplett getönt halt. Sowas wäre vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich meine, könnte man in dem Atemzug natürlich auch gleich machen. Bietet sich ja dann irgendwo an. Aber vor allen Dingen halt wenigstens solche Sonnenschutzfenster. Sowas wäre halt schon geil. Und wie gesagt, Bodenbeleuchtung. Das sind so die zwei Sachen, die man, denke ich, relativ einfach einfügen könnte, ohne die ganze Engine umzuschreiben, und die halt echt cool wären. Gerade hier bei ATS. So, können wir mal gucken, ob wir hier irgendwo mal ein bisschen Pause machen können. Ich meine, gut, hier hätte sich vielleicht ein bisschen angeboten. Ich stelle es am besten hier einfach auf der Brücke so richtig schön quer. Ganz ehrlich, wieso eigentlich nicht? Kann ich doch gar nicht kurz drüber nachdenken, aber richtig schön hier. So. Da ist der perfekte Ort zum Pause machen. Ist was, Officer? ja. Jutchen. Dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann diese Mission hoffentlich abschließen. Und dann uns endlich unsere neuen LKW hineinflitzenderweise aneignen können. Was? Ja, bis dann.